Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago, und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands, Borderlands 3. Ich habe wieder mal das Inventar aufgeräumt. Das sieht jetzt ganz hübsch aus. Da haben wir jetzt gute 21 Plätze frei. Ich war mal so frei und habe aufgeräumt. Ein paar Waffen habe ich entsorgt. Weil sie einfach nicht mehr so super zeitgemäß waren. Todeswunsch gewährt. So, weg mal auf die hier. So. Das ist eine neue. Die hat ein bisschen Anlaufgeschwindigkeit, aber wenn es darum geht. So, die hat ungefähr wahnsinnig hohe Schussgeschwindigkeit. Mal in diese Richtung gehen hier. Wo sind wir denn überhaupt gelandet? Ah ja, komplett neues Gebiet. Alles klar, wir haben ja wieder einiges zu tun und aussuchen. Irgendwie scheint sowieso der Planet Eden 6 hier irgendwie der Lieblingsplanet von allen zu sein. Oh, du mein Freund, weg da. Komm doch näher. Und weg. Die würde doch was zu schießen, könnte ich mitschießen. So, mal kurz gekonnt hier rübergelaufen. Eine Drohne raus, dann kann ich auch mal nützlich machen hier. Auf den Kopf und weg. Auch der fällt in sich zusammen. Auch sehr hübsch. Habt ihr sonst noch was für die den Fleischwolf? Klärt das relativ einfach und simpel. Okay. Den Eifel, hoppala. Rüber. Ich gehe nochmal kurz zurück. Beziehungsweise schauen wir hier nochmal kurz um. Ah, da kamen die Freunde raus. Und zwar, ich möchte gerne mal hier rauf. Hier lang. Zu dieser netten Hütte da. Weil die sieht ganz nett aus, die möchte ich mir mal anschauen. Und auch hier ein bisschen rumlooten. So, und hier krabbelt die gerade die Nase. Warum krabbelt einmal die Nase, weil die Kamera an ist? Eins der ungeklärten Rätsel des Let's Plays. Oh. Ja, oh. Auch noch mal was auch noch ober. Oh man, nehmen auch noch ein paar Kisten. Wie die da hinkommen, das weiß ich auch nicht. Und warum die da sind, noch weniger. So, jetzt können wir aber weiter die Richtung gehen. Durch die nächsten Hütten. Bis jetzt ist ja nichts anderes gefunden, außer ein paar Crocs. Schön, dass du da bist, mein Freundchen. Und weiter geht's. Hast du Todessehnsucht? Der ist ja fast tot hier. Oh, hier rauf mit dir. Der fällt ja auch um. Der kommt, der nächste gleich umfällt. Kiste aufmachen. Ich glaube, bei der Kanone müssen wir mal auch mal gucken, ob wir irgendwie die farbliche Geschichte mal anpassen. Ey, so hübsch ist sie in diesem Print auch irgendwie. Okay. Es geht weiter runter. Sehr sumpfig hier alles. Muss ich mal sagen. Und überall Kisten. Wobei die spannende Frage ist, wo kommen diese Kisten hin? Wer hat diese Kisten da verteilt? Und sind die zur allgemeinen Benutzung da? Hier, wir mit der Drohne spielen ja. Ja, die Verbüßer sind jetzt eigentlich auch kein großes Problem mehr hier. Was für ein jämmerlicher Haufen. Also es lohnt sich gut. Ich komme besser später wieder. Zeit für einen Durchbruch. So.
es lohnt sich halt immer, die ganzen Nebenquests zu machen, weil das, da wächst so ruckzuck gigantisch an Erfahrung und bist am Ende so stark, dass es all den Rest nur noch durchrennen ist. So. Sieht aber schick aus, die Pflanze, aber sind wir wieder zurück. Durchladen. Die Frage, man, wahrscheinlich kann man hier mit diesem komischen Ding hier, mit dem, wie auch immer heißt hier, bestimmt einiges rausholen. Oh, da ist noch eine Kiste. Ah ne, ein Dreckhaufen. Ah, nichts Brauchbares. Sieh dir meinen Plan an! Oh. Ja, den hier mal nehmen wir. Weg ist er. Und du, toter Psycho. Verdammter Esel! So, mal gucken. Ja, man könnte jetzt natürlich den ganzen Weg hier drüben lang gehen, aber wir werden mal hier lang gehen. Beziehungsweise, wir werden mal komplett zurücklatschen. Ich habe den Plan, hat einen Grund, warum ich zurücklatsche. Und zwar gibt es da oben diesen einen Tiefweg. Den werden wir jetzt einfach mal folgen, weil dann haben wir dann auch gleich da das ganze Zeug damit mit erkundet. Oh, mal den hier auch durchladen. So. Auch den durchgeladen hier. So, und zwar jetzt gehen wir dann hier lang. Auch sehr hübsch hier. Sehr, sehr hübsche Deko. Da fliegt dann die Kotze raus. Sehr hübsch, hübsch, hübsch. Geladen, Jabba. Okay, ich bin auch geladen. So, da ist der jetzt entladen. Wieder aus. Nicht mehr geladen. Die, ah, so ein Freund ist er hier. Weil man auf den G-Slays der Dinger fallen, das ist schön, der gefällt mir. Davon hätte ich gern mehr von diesen Dingen. Den will ich haben. Der sollte ja permanent hier rumlaufen. Den will ich als Haustier haben, direkt vor mir. Oh, okay, dafür haben wir dann ein paar grüne Punkte. Nehmen wir einfach mit, obwohl ich ja grün nicht mehr mitnehmen wollte. Achso. Da grün bist du ja, mein Freund. Okay, dagegen ist er resistent. Und gegen sowas hier. Ist er nicht resistent. Da war er nicht resistent genug. So, können wir hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. So, Plan. Oh, noch einer von der Sorte hier. Bist du getroffen und dann geht es runter mit dem hier. Ah, ja. Immer nett, wieder Besuch von den Nachbarn zu haben. Ein Nachbar ist gerade hier drüben irgendwo unterwegs, ja. So. Alle Klärchen, Klärchen hier. Wo haben die denn Waffen eigentlich her? So, was haben wir denn hier Feines? Ah, die kann bloß da schießen. Okay. So, ihr wollt auch spielen. Der eine fällt schon um, der andere. So, einmal piek, piek. Vergesse ich jedes Mal, dass das natürlich auch. Wobei, man kann es halt nur mit Tastatur machen. Bei dem PC müsste man das umlegen. Die erste irgendwas hier gefunden. Station. Wilden 6 ist schon komisch. Überall abgestürzte Schiffe. Als ob der Planet sie anziehen würde. Natürlich gab es iridianische Ruinen, aber die meisten Artefakte hatten sie schon die Jabba unter den Nagel gerissen. Den Rest hat wohl der Regen fortgewaschen. Nach einer Weile wurde mir klar, wenn du die Kammer nicht bald findest, Typhon, ist dein Ruf ruiniert. So. Schön, dann spielen die miteinander. Wo bist du denn, mein Freund, hier? So, dann nehmen wir den hier rausholen. Ja. Okay, mein Freund, hier. Level 30 ist der. Das geht nur gerade so schwer mit ihm hier. Okay, den rausholen. Oh, der ist weg. Oh, wo wir ein bisschen Entdeckung gegen gerade.
sogar ein bisschen heiß. Der Tod holt uns alle, aber dich zuerst. Okay, mein Freund, jetzt kommst du weg hier. Eure Eltern sollten sich... Da fliegt aber das Zeug rein um die Ohren. Okay. Okay, irgendwas hat uns hier gerade fixiert. Also ihr seid das, ihr hässliches Viechchen. Furzen da irgendwas. Da war jetzt echt mächt was los hier. Ah, hier noch einer. Okay, viel Kohle hier. Wir können mal Kohle einsammeln hier. Einer von der Sportler-Fraktion hier. Oh, schön. Auch geklärt hier. Hier ist eine eigene Kacke um die Ohren geflogen. Mitnehmen. Auch mal mitnehmen. Durchladen. Oh. Echt stressig heute hier. Einiges los. Genug Kohle, wenn sie sammeln hier. Und hier haben wir dann auch ein bisschen Munition zum Mitnehmen. Hier gibt es noch einen kleinen Wurmvorsatz hier. Der ist aber uninteressant. Dann diverse Hütten. Man könnte natürlich wahrscheinlich auf den Hütten auch noch hochkrabbeln. Da wird man wahrscheinlich auch noch einiges finden. Die Frage ist, machen wir uns mal die Mühe. So was wie hier. Ja, schräg gedacht, wird wahrscheinlich nicht gehen. Müll rumwühlen. Einfach mal eine Runde hier rumrennen, gucken, was wir so finden. Aber das sollte jetzt auch mal reichen. Ich kann mal weiter vorwärts gehen, weil wir müssen ja immer noch zur Schurkenbasis. So, hier drüben ist ja noch... Achso, die haben wir schon geöffnet. So. Blick auf die Map. So. Jetzt sind wir da, wo wir da drüben auch schon waren. Also, nicht viel weiter als erst. Hier geht es jetzt vorwärts. Nach vorne sieht das nach der besagten Basis aus. Du könntest nicht mal den Arsch einer Kuh mit einem Benjo treffen. Ich auch nicht. Und ab mit dir! Da hinten ist noch einer. Jetzt werden wir vielleicht unser Freund hier hinstellen. Ich krieg gleich einen Krampf im Abzug, Ficker. Aber haben wir denn hier einen Shot? Die sieht aber nicht gut aus. War da so ein Geschwür an der Backe. Und da sieht man auch ein Claptrap. Und lustige Luftballons. Können wir die abschießen? Ja. Alles klar, Luftballons auch abgeschossen. So, Kisten öffnen. Ich möchte mal wissen, das wäre super. Es gibt ja für die, bei den Spielen immer tolle Statistiken. Die eine Statistik wäre super. Wie viele Kisten hat man hier schon geöffnet? Ja, auch mal super Statistik. Ja, eine Vermutung, der Claptrap wird irgendwo da oben sein. Deswegen will man sehen, ob man da drauf kommt. Ah, hier noch eine Waschmaschine. Nur so eine Vermutung, dass der hier oben. Ne, ist aber nicht. Das wäre jetzt so meine Vermutung gewesen, dass der hier oben ist. Weil das wäre so schön passend. Oder auf so einer Zwischenebene. Jetzt sind wir schon mal da ganz hochgekommen, jetzt kommen wir wieder nicht hoch. Okay, jetzt mal den. Ne, hier ist er auch nicht. Laut Map-Anzeiger heißt er. Ne, der ist ja doch. Man muss ihn einfach nur sehen. Zieht euch diesen Sporenkorb an. Völlig durchgeknallt und auf Sporen. Das passiert, wenn wir unsere Claptraps nicht erziehen. Das ist ein erweiterter Langzeitgedächtnisverlängerungschip. Sehr nützlich, denn unser Kurzzeitgedächtnis ist grottenschlecht. Wer bist du nochmal? Oh, hey! Ein erweiterter Langzeitgedächtnisverlängerungschip. Oh, nein. Ich dachte, die bringen jetzt den Gag jetzt endlos.
Weil das wäre dann nicht mehr lustig gewesen. Okay. Teilweise looten wir, nehmen wir schon Zeug, wird das aber gar nicht mehr sehen. Dann einfach flupp und dann ist es da. So, wo müssen wir denn hin? Ja, wir rennen ja sowieso in die falsche Richtung, sehe ich gerade. Warum erzählt mir das keiner? Also, Kommando wieder zurück. Und die andere Richtung. Also völlig umsonst lang geballert. Weil da hätten wir auch erst hingehen können. Wir müssen aber nach da. Oder ich möchte nach da und da lang durch. Weil das führt mich dahin, wo wir hinwollen. Alles gar nicht so einfach. Also die Map ein bisschen von der Wegführung ein bisschen verwirrend. Einer fährt runter. So. Hau besser ab, sonst tust du dir noch weh. Oder ich tu dir weh. Hat er gesagt. Hast du das gesehen? Da fallen die runter. Wenn man auf die schießt. Wo müsste denn einer ankommen? Er kommt an. Ich glaube, ich meine wirklich mit Scheiße. Bin jetzt fest davon überzeugt. Der hat sich nicht an den Arsch gegriffen und dann hat er geworfen. Ah. Was muss man eigentlich zu sich nehmen als Game-Spielentwickler, wenn man auf solche Ideen kommt? Du kannst sie mit dem Schurkenblick finden. Na bitte, wir kommen der Sache näher. Geh rein und finde Archimedes. Okay, wir laden mal alles durch. Schön durchgeladen. Okay. Schnellreiser. Das Problem ist, wieder bestimmt irgendwie hier. Nee, diesmal nicht. Ah ja, aber jetzt höre Mann, ist das dunkel. Guck mal, ob du hier Licht machen kannst. Archimedes, wo zur Hölle steckst du, Mann? Der Anblick gefällt mir gar nicht, aber sieh dich um, ob du irgendwas in dem Chaos findest. Ich glaube, ich weiß, was ich finde, wenn ein Plattgeschmiert Archimedes. Das erinnert mich an mein erstes Klavierkonzert. Scheiße, das ist Cassie, die beste Schmugglerin bei den Schurken. Das war sie zumindest. Nette Aussicht, ja. Ich habe seinen Namen vergessen, aber das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also ja. Ist's auch egal. Ja. Der Kerl und ich, wir waren der Stolz der Vastlands. Jetzt sind nur noch Aufschnitt und Eingeweide von ihm übrig. Alles klar, und da liegt noch da noch einer rum. Und wer wird da sein? Das ist halt... Das ist nicht Archimedes. Okay. Hm. Heißt das, Archimedes lebt noch? Ah, da nochmal. Da ist auch noch einer, der brei ist. Das Gesicht ist nur schwer zu erkennen, aber das ist Archimedes ID. Schätze, er ist wohl wirklich weg. Nimm seine Sicherheits-ID mit, Kammerjäger. Wir brauchen sie vielleicht noch. Alles klar, Sicherheits-ID mitgenommen. In Ordnung, wir sollten die Sicherheitskonsole überprüfen. Sicherheitskonsole überprüfen. Sicherheitsprotokolle werden initialisiert. Scan läuft. Mal sehen. Ach, wann kommt Archimedes zurück? Okay. Er hat gesagt, wir sollen uns hier verstecken. Heute werden wir nicht mehr extrahiert. Vielleicht morgen. Extrahiert. Was glaubt ihr denn, wie lange wir dieses Fragment verstecken können? Im Sumpf wimmelt es nur so von Karika. Hey, was soll das? Auf alle Jemand hat meine Schurken kalt erwischt und das Fragment gestohlen, aber ich bin kein Detektiv. Ich habe aber etwas verdammt Ähnliches. Drück diesen Knopf da vorne. Okay, wir rennen durch die Gegend, drücken wieder einen Knopf. Tja, manchmal muss ein Schmuggler seine Fracht schnell loswerden. Die Schurken setzen dann einen speziellen Beutefinder ein. Habe ich selbst entworfen. Mit dem Baby können wir verlorene Güter auf dem ganzen Planeten wiederfinden. Aber okay. In diesem Fall spüren wir das Fragment auf und den Verräter, der es gestohlen hat. Zugang. Ich vermute ein wenig. Verdammt, das hatte ich vergessen. Jeder Schurke hat eine Sicherheits-ID. So wie die, die du von dem Blutklumpen hast, der mal Archimedes war. Wer auch immer meine Schurken getötet hat, war schlau genug, ihre übrigen IDs einzustecken. Zum Glück habe ich noch ein paar Leute im Einsatz. Hol dir ihre IDs, damit wir den Beutefinder aktivieren können. Ali, klar. Fang mit Agent Dian. Er ist in der Nähe.
Kontaktiere die, während ich die anderen informiere, dass du kommst. Alles klar, aber dann machen wir nicht mehr heute, weil die Zeit ist mir rum mit Let's Play Borderlands 3. Agent D ist ein Meister der Tarnung. Warum labert der mir permanent noch durch die Gegend hier? Verdammt guter Pole Dancer. Und du halt einfach mal die Klappe, Clay. Ich will von dir jetzt gar nichts wissen. Als du vielleicht glaubst. Du wirst schon sehen. Agent D ist auf einer Ablenkungsmission. Er hat die Red doch einfach, mach was du willst. Ignoriere mich. Keinen Finger mehr krumm, ehe du die nicht den Befehl gibst, seine Deckung aufzugeben. Ich schätze, diese dämlichen Schweine sind nur auf Taurine reingefallen, weil sie sonst niemand geliebt oder Clay kümmert sich einfach um den in den Schwätzer. Aber das ist noch lange kein Grund, die Galaxis niederzubrennen. Weil der schwatzt zu viel. Okay, aber jetzt, das war's jetzt mit Let's Play Borderlands 3. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Das Ganze, falls ihr es noch nicht getan habt, kostenlos kann man diesen ganzen Kanal hier abonnieren. Das würde mir auch helfen. Und wir gehen dann mit ganz großen Schritten auf die 1000 Abonnenten zu. Das wäre auch super. Da gibt es nochmal ein Special. Ich habe noch keine Idee, aber irgendwas wird es sicherlich geben. Und wenn ihr herausfinden wollt, was, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Denn teilt das Video auf Twitter oder sonst wo, damit viele Leute das sehen und abonnieren können. So, das war's jetzt. Ich bin MacVurago. Sagt Servus und Ade.